Hallo und herzlich willkommen zurück zum Video-Lernzyklus Einführung in die Logik. Was sind die Ziele für unser heutiges Video? Wir wollen verstehen, was eine außerlogische Formel ist. Danach wollen wir außerlogische Formeln auch formal definieren und uns im Anschluss noch abkürzende Schreibweisen für Formeln anschauen. Starten wir einfach mal mit dem Beispiel, was wir aus dem Einführungsvideo schon kennen. Also wir schauen uns die Aussage an, die Sonne scheint und ich fahre mit dem Rad zur Uni. Da haben wir schon gesagt, wir können S schreiben für die Aussage, die Sonne scheint und R für die Aussage, ich fahre mit dem Rad zur Uni. Und dann haben wir hier in der Mitte diese Unverknüpfung und dann können wir diese Aussage formal übersetzen in S und R. Das zweite Beispiel, fast so gleich, aber ein bisschen anders. Wenn die Sonne scheint, fahre ich mit dem Rad zur Uni. Also wieder die Sonne scheint ist S, ich fahre mit dem Rad zur Uni ist R und hier haben wir eine Implikation, also S impliziert R mit dem Pfeil hier vorne, weil wir hier eine Wenn-Dann-Verknüpfung haben und nicht ein Und wie da oben. Das sind jetzt schon mal zwei Beispiele. Stellt sich die Frage, was ist formal eine außerlogische Formel? Wie kann man das allgemein sagen? Der erste Schritt ist erstmal zu verstehen, woraus besteht eine Formel. Was haben wir da? Also wir hatten gerade schon dieses Und, diese Und-Verknüpfung. Wir können genauso gut zum Beispiel ein Oder haben oder ein Nicht. Dann haben wir irgendwelche Buchstaben. Gerade waren das R und S. Man kann sich auch A, B und C vorstellen oder X, Y und Z. Was soll das Ganze? Also dieses Und, Oder und das Nicht, das sind sogenannte Junktoren. Also mit denen kann man die anderen Teile von den Formeln verbinden. Und die Buchstaben, das sind unsere aussagenlogischen Variablen. Was heißt das hier, eine aussagenlogische Variable zu sein? Ich meine formal erstmal ist das abstrakt ein Buchstabe. Ja? Wenn wir das Ganze später uns als Interpretation anschauen wollen, dann kann das den Wert 0 oder 1 bzw. falsch oder wahr annehmen. Was brauchen wir noch? Klammern. Ja, in den einfachen Beispielen haben wir es noch nicht gebraucht, aber wenn man sich kompliziertere Beispiele anschaut, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Das heißt, die wollen wir auch noch dazu nehmen. Okay, jetzt haben wir diese ganzen Zeichen. Jetzt fragen wir uns, okay, wie können wir daraus Formeln bauen? Gucken wir uns einfach wieder Beispiele an. Ein Beispiel für eine Formel ist einfach A und B in Klammern oder C. Oder auch einfach nicht X. Oder nicht in Klammern X oder Y. Oder auch sowas wie A und B in Klammern impliziert C. Was sind keine Beispiele? Ich meine, da wird vielleicht auch jeder auf den ersten Blick sagen, das macht so keinen Sinn. Zum Beispiel einfach, wenn wir schreiben nicht A, B, ja, was soll das bedeuten? Oder X oder Z, Klammer zu, ja, da fehlt klarerweise die Klammer auf. Oder wenn wir sagen für alle X, X oder Y, warum ist das kein sinnvolles Beispiel? Ich habe ja gerade schon gesagt, wir wollen später das X so interpretieren, dass es den Wert 0 oder 1 annehmen kann oder halt falsch oder wahr. Dann macht es irgendwie wenig Sinn zu sagen, für alle falsch oder wahr gilt irgendwas. Ja? Also das macht hier in diesem Sinne auch keinen Sinn. Was wo man ein bisschen mehr aufpassen muss, ist das folgende Beispiel. Wir gucken uns an die Aussage A und B oder C. Ich meine, das schaut auf den ersten Blick an wie eine Formel. Das Problem dabei ist, dass nicht ganz klar ist, wie das gemeint ist. Ja, meinen wir damit jetzt A und B in Klammern oder C? Oder meinen wir A und in Klammern B oder C? Ja, das heißt, es ist schon wichtig, dass wir die Klammern da setzen, damit irgendwie deutlich wird, welche von diesen beiden Interpretationen am Ende gemeint ist und wie man das Ganze lesen soll. Also schauen wir uns mal die formale Definition an. Wir schreiben, wie vorhin auch, Buchstaben für Variablen, also A, B, C und so weiter, aber auch zum Beispiel X0, X1, X2. Dann haben wir auf jeden Fall genug Platz. Dann können wir Formeln durch folgende Operationen bilden. Erstmal ist jede Variable eine Formel. Also wenn wir einfach nur x0 hinschreiben, ist das schon mal eine Formel. Die ist aber nicht besonders spannend, da können wir nicht viel mitmachen. Das heißt, wir müssen noch weitere Operationen haben, die miteinander zu verbinden. Die erste ist folgende, also wenn phi eine Formel ist, dann ist auch nicht phi eine Formel. Das heißt, wir können immer die Negation bilden. In unserem Beispiel, wenn wir einfach x0 haben als Formel, dann können wir auch schreiben, nicht x0 ist immer noch eine Formel. Oder auch nicht x0. Aber man sieht, so richtig spannend ist das auch noch nicht. Da fehlt noch eine dritte Operation und das ist die folgende. Wenn Phi und Psi Formeln sind, dann ist auch Phi und Psi eine Formel. Also wir können zum Beispiel dann bilden x0 und nicht x0 und da kann man schon einiges mit sagen. Wieder hier vorne, wo man darauf aufpassen muss, hatte ich ja vorhin auch schon mal erwähnt, wir schreiben das hier vorne immer in Klammern, damit am Ende klar ist, wie das Ganze gelesen wird und wann das im Konstruktionsschritt aufgetaucht ist. Okay, ich meine, das war jetzt sozusagen quasi die formale Definition. Jetzt machen wir das Ganze nochmal ein bisschen formaler, damit es dann noch ganz eindeutig ist. Und dafür müssen wir erstmal verstehen, was Alphabete und Wörter sind. Also ein Alphabet ist einfach eine Menge von Zeichen. Meistens nennen wir das einfach A wie Alphabet.
Beispiel, ja, das ist quasi fast das Alphabet, was wir jetzt hier uns immer anschauen wollen. Wir haben eine Menge und da ist drin die Klammer auf, die Klammer zu, das Zeichen für nicht, das Zeichen für und x0, x1 und x2. Dann können wir Wörter bilden über diesem Alphabet, also ein Wort A. Ein Wort über A ist einfach eine endliche Folge von Zeichen über dem Alphabet. Formal kann man auch einfach sagen, also die Menge aller Wörter ist A Stern, das ist die Vereinigung über alle natürlichen Zahlen A hoch N, wobei A hoch N jeweils Zeichenketten der Länge N sind. Ein Beispiel, ja, also so schwierig ist das Ganze nicht, zum Beispiel die folgende Formel, x0 und x1 in Klammern und nicht x2. Das benutzt einfach alles Zeichen, die oben in unserem Alphabet A sind und wir haben davon eine Zeichenkette gebildet. Was aber auch ein Beispiel ist, ist das folgende. Klammer auf, x1, nicht, nicht, Klammer zu und x0. Das soll natürlich später keine Formel werden, aber auch das erfüllt die Eigenschaften von einem Wort. Das ist nämlich einfach eine endliche Folge von Zeichen aus unserem Alphabet, das ich da oben hingeschrieben habe. So, das heißt, Formeln sind auf jeden Fall schon mal Wörter über diesem Alphabet oder im ähnlichen Alphabet, aber nicht unbedingt jedes solche Wort ist auch schon eine Formel. Was sind denn dann die Formeln? Also wir betrachten das folgende Alphabet. Wir haben wieder drin Klammer auf, Klammer zu, das Zeichen für nicht und das Zeichen für und. Und dazu eine Menge von Variablen. Die Menge von Variablen ist jetzt einfach die unendliche Menge, wo wir alle Buchstaben drin haben, alle Großbuchstaben und dann auch noch x0, x1, x2 und so weiter. Dann definieren wir wie folgt. Die Menge der aussagenlosen Formeln ist die kleinste Menge f von Worten über a mit den folgenden Eigenschaften. Die Variablen sind eine Teilmenge von f. Also das ist einfach die Übersetzung von jede Variable ist eine Formel. Dann, wenn phi in f ist, dann gilt auch nicht phi in f. Das heißt, wenn phi eine Formel ist, dann ist auch die Negation nicht phi eine Formel. Und drittens, wenn phi und psi in f sind, dann gilt auch phi und psi in Klammern ist in f. Das ist einfach die Übersetzung der dritten Eigenschaft. Also wenn phi und psi Formeln sind, dann ist auch die Konjunktion, also phi und psi in Klammern, wieder eine Formel. Das heißt, das ist einfach genau das, was auf der vorherigen Folie gestanden hat, nur nochmal ganz formal präzise ausgedrückt. Das heißt, die Menge der Formeln ist einfach die kleinste Menge f, die diese Eigenschaft hat. Man könnte genauso gut sagen, das ist vielleicht als Übungsaufgabe ganz nett, könnt ihr euch mal überlegen, dass das gleiche wie zu sagen, dass f der Durchschnitt über alle Mengen ist, die diese Eigenschaften erfüllen. Okay, jetzt haben wir Formeln formal definiert, aber irgendwie ist es noch ein bisschen komisch, denn wir haben auch gar nicht darüber gesprochen, was eigentlich mit oder ist oder mit impliziert oder genau dann wenn. Ja, in den Beispielen vorher haben wir das ja benutzt, aber das kommt jetzt gar nicht in unsere Definition der Formel vor. Was machen wir denn jetzt damit? Na, die Lösung ist, wir definieren das einfach als Schreibweise. Das heißt, wir sagen einfach, okay, wir schreiben A oder B in Klammern für nicht in Klammern nicht A und nicht B. Wir werden im nächsten Video sehen, dass das quasi genau das gleiche bedeutet. Also es bedeutet genau das, was wir mit oder am Ende meinen. Aber hier reden wir eh nur von Syntax, also wir reden nur von Formelkonstrukten und gar nicht irgendwie davon, was das bedeutet. Und da können wir das jetzt einfach so als Schreibweise mal festlegen. Und genauso legen wir einfach mal so fest, dass A impliziert B in Klammern für nicht A oder B steht. Und A genau dann, wenn B steht für A impliziert B und B impliziert A. Ja, das definieren wir einfach so als Schreibweise, quasi damit eine Formel noch abgekürzt hinschreiben kann. Ansonsten würde es einfach reichen, wenn wir mit und nicht arbeiten. Letzte Schreibweise zur besseren Lesbarkeit, lassen wir manchmal auch einfach die Klammern weg, ja, weil das wirkt hier vorne schon ein bisschen konfus, ja, oder auch hier, ich meine, im Prinzip ist ja klar, wenn da nichts weiter kommt, wie es gemeint ist. Das heißt, dann schaut das Ganze einfach so aus. Fassen wir nochmal zusammen, was wir in diesem Video gelernt haben. Wir haben uns angeschaut, wie Formeln syntaktisch definiert sind, das heißt, wie Formeln formal aufgebaut sind. Wir haben uns aber noch nicht angeschaut, wie Formeln interpretiert werden oder was Formeln eigentlich bedeuten. Das machen wir im nächsten Video, da sprechen wir über die Semantik von Formeln und wir schauen, wann eine Formel wahr oder falsch ist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.